ein frohes neues Jahr euch allen, die ich zumindest noch nie gesprochen habe. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Crocodiles. Nach dem Spiel Crocodiles Hamburg gegen Mosquito Essen, wir haben das Ergebnis hinter uns. Hatten heute Abend 1308 Zuschauer in der Halle für den Mittwoch, ganz, ganz toll. Schussstatistik im ersten Drittel 13-6 für die Crocodiles, im zweiten Drittel 13-9 für die Crocodiles und im letzten Drittel 9-12. Es gab auch ein paar Strafen, 6 Minuten auf Seiten der Crocodiles und 8 Minuten auf Seiten der Essener. Ich freue mich, dass beide Trainer hier sind. Frank Genkes aus Essen, Jacek Plachter aus Hamburg. Wir fangen mit dem Gast an. Frank, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Dein Statement zum Spiel heute. Ja, schönen guten Abend. Erstmal frohes neues Jahr für alle, die hier sind. Dann eine Gratulation an Coach hier und an Hamburg. Ja, was soll man sagen zum Spiel? Der Sieg geht in Ordnung für Hamburg, ganz klar. Wir waren vorgewarnt, wer 6-2 bei den Indians gewinnt, der muss sehr guten Ist-Zustand haben, sehr gut drauf sein. Und ja, in den letzten Wochen ist Hamburg sehr, sehr stark. Irgendwas beflügelt die Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und heute haben wir es ganz einfach gespielt, Hamburg. Hamburg einfach, konsequent gespielt. Das, was wir die ganze Zeit vorher gemacht haben, sage ich zu meiner Mannschaft, bis zum 27. Dezember haben wir es gut gemacht. Und ja, heute das Gleiche wie auch in Hannover. Wir sind diese Sachen, die uns alle gut gelungen sind vorher. Defensiv gut vom Tor gearbeitet, Innenseite Eishockey gespielt. Das haben wir heute wieder nicht gemacht. Viele, viele Turnover. Wir haben es viel zu kompliziert gespielt. Und war auch dem geschuldet, dass Hamburg das sehr gut gemacht hat vom Tor. Aber wir haben auch heute gesehen, wie auch in Hannover leider, die jungen Verteidiger, die haben viele sehr guten Job gemacht, dieses Jahr wieder, machen immer, aber zurzeit hängen sie ein bisschen durch. 4 Stück heute, die wir uns selber reingetan haben und dann naja, sind wir ein bisschen rangekommen. Alles in allem hochverdienter Sieg für Hamburg. Gratulation nochmal und auch für die Situation hier wünsche ich euch alles Gute, gutes Gelingen. Dankeschön. Jacek, 6-2 in Hannover, heute 6-4. Was hast du deinen Jungs in die Drinks gepackt, bitte? Also, erst guten Abend alle zusammen, danke Frank. Auch frohes neues Jahr von mir. Ja, wir haben eine Truppe, wo einfach jeden Tag ins Stadion kommen und die haben Spaß und die arbeiten sehr hart. Und heute haben wir zum Beispiel sehr hart gearbeitet vor dem Tor, die Scheiben waren Richtung Tor, unsere Drittel war okay, war gut. Und die Jungs haben läuferisch, kämpferisch überzeugt, aber auch spielerisch. Und das freut mich natürlich, wenn wir versuchen jeden Tag das Beste zu geben und heute war der nächste Tag. Danke. Frank, ihr habt ja zweimal nacheinander verloren, davor hattet ihr neunmal nacheinander gewonnen. Wie baust du deine Jungs für sie jetzt wieder auf für Freitag? Immer wenn ich hier bin, bist du negativ. Du bist immer so Spitzenhaus, du. Ja, da war der Vorgänger hinten, da war mir irgendwie lieber. Da. Ah, alles klar, alles klar. Nein, ist ja klar, wir müssen das wieder weiterarbeiten. Wir müssen Dinge, die brauchen wir gar nicht ansprechen, jeder weiß genau, wo die Fehler waren. Ja. Aber ich sag, junge Leute müssen ein bisschen Geduld haben. Leider waren heute fast alle Fehler von den jungen Verteidigern. Das passiert schon mal, aber die haben auch wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht vorher. Wir brauchen die alle, das ist auch klar. Eine Weiterentwicklung muss immer da sein, dafür machen wir es ja auch. Wir kommen wieder in die Spur. Wir freuen uns drauf, ganz, ganz definitiv. Doch. Ich freue mich auch, ich freue mich jedes Mal auf das Interview mit dir. Also von daher, nicht böse sein. Jacek, lass uns noch mal ganz kurz über Hannover sprechen. Man gewinnt ja nicht einfach nur ein Drittel mit 5-1 in Hannover. Ich sag mal, das tolle Mannschaftsleistungen haben wir in Hannover gesehen, haben wir heute gesehen. Ihr habt Freitag spielfrei. Haben die Jungs vielleicht sich auch einen freien Tag verdient oder bricht das mehr oder weniger den Rhythmus? Sonntag kommt ja der nächste Gegner. Wie geht's weiter bei euch? Ja gut, wir haben morgen einen freien Tag und dann spielen in Hannover dann so wie heute. Wir haben gut angefangen, wir waren in unserem Drittel sehr stark und wir haben gewusst, dass Hannover mit sehr harter Vorcheck kommt und die Situation haben wir gut gelesen im ersten Pass und ein paar Konter. Die haben sehr gut abgeschlossen. Heute war auch der Fall. Wir waren ein paar Mal unter Druck, aber dann sind wir eigentlich nicht zu viel zugelassen von unserem Tor und dann
in den richtigen Moment die Tore gemacht und die Jungs arbeiten hart und die haben sich auch verdient einen freien Tag und das gibt es keine Frage. Gut, dann habe ich noch Ergebnisse. Ihr spielt Freitag gegen wen? Bornlage. Ja, ich drücke die Daumen. Für euch. Ja, wollte ich nochmal sagen. Ne? Rostock und der League der Ninjens, 1-2. Braunlage schlägt Berlin, 4-3. Scorpions schlagen Halle, 4-2. Die Tilburg Trappers, Duisburg, 4-0. Und Leipzig gegen Erfurt, 0-3. Euch eine schöne Heimreise. Und würde mich freuen, wenn wir uns nochmal sehen in dieser Saison. Ja, ne? Gut. Und ansonsten kommenden Sonntag, 16 Uhr, erwarten wir die Hannover Scorpions. Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir alle wieder hier sind und die Crocodiles unterstützen. Dankeschön für euren Einsatz heute am Mittwochabend, einem ungewöhnlichen Eishockeyspieltag, aber hat Spaß gemacht, war ein tolles Eishockeyspiel. Dankeschön, euch eine gute Heimreise und euch einen schönen freien Tag. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.